herzlich willkommen zu einer neuen ASMR-WoW-Folge. Heute werden wir genauso weiter leveln, in der Hoffnung, dass ihr geilen Fixäue auch innerhalb von Azeroth feinste Tingles genießen könnt. Wir spielen heute mit einem wunderbaren Krieger und sind in Votilka Classic. Das erkennt man daran, dass hier kein Schwein ist. Das ist schon mal Punkt Nummer 1. Wir sollen uns jetzt melden bei diesem glatzköpfigen Unhold hier. Der ist sonst eigentlich nur dazu da, in den Bäumen zu sitzen und mit den Eisbären die Apokalypse zu planen. Aber in dem Fall hat er noch eine andere schöne Quest für uns. Ich hoffe, man hört auch richtig schön jede einzelne Taste, damit das einfach ein befriedigendes Gefühl ist. ASMR-Content ist in der Tat sehr, sehr wichtig für YouTube. Und wer das nicht einsieht, dem wünsche ich, dass heute Abend ganz viele Regenwürmer in seinem Kissen sind, sodass ihr maximal entspannen und hoffentlich auch schön bubun könnt. Wir müssen außerdem noch weitere Quests annehmen. Das ist ganz wichtig, um in WoW und im Leben voranzukommen. Wie oft hat man so Situationen, dass man in Bewerbungsgesprächen gefragt wird, ob man immer pünktlich zum Raid kam, ob man auch alle Wölfe getötet hat und ob man auch die Devia-Salztücher in der Tasche hat. Und wenn man Nein sagt, dann zückt der Boss direkt die Schrotflinte und schon wird man selber zum Würmerfutter. Und dann endet man vielleicht auch am Ende dieses Weges im eigenen Kopfkissen. Und das wäre echt schade. Darum, Daumen sind gedrückt, dass ihr das auch immer schön vermeiden könnt. An der Stelle auch vielen lieben Dank an alle, die meinen Kanal und diese Projekte hier supporten, sei es durch Einkäufe bei den Sponsoren, durch das Zelebrieren von Level-Ups oder durch Kanalmitgliedschaften und Co. Wünsche euch, dass ihr auch richtig tolle Handschuhe gedroppt bekommt, wenn ihr beim nächsten Mal gegen einen Wolf kämpft, was ja heutzutage ziemlich, ziemlich häufig passiert. Ich gehe ja zum Beispiel auch ganz gerne baden und fülle meine Badewanne dann meistens mit räudigen, von Maden durchnetzten Wolfspelzen. Denn wenn die Maden langsam an einem rumkrabbeln, dann ist das so ähnlich wie eine sehr innige Umarmung. Und innige Umarmungen, das ist ja in der Regel der Loot, an den WoW-Spieler nicht rankommen. Egal wie sehr sie ihr Arena-Rating pushen, egal wie geil sie in einem Plus performen und auch egal wie krass sie im Mythisch-Raid reinschwitzen. Das ist einfach die Beute, an die kommst du nicht ran. Scheiß Wölfe, wir werden jetzt ein paar Kobolde mit geilen Maus-Sounds töten. Oh ja, das ist es. Bam, Junge. Sehr gut, dem haben wir schön ehrenlos das Licht ausgedrückt. Und darum geht es ja, solange wir kein Paladin spielen. Da hätte man als erste Quest vermutlich seinen Hammer einölen müssen. Mit richtig teurem Olivenöl. Weil die sich ja nicht mehr selber sehen im Menschenstaatgebiet. Da kommst du rein, machst deine ersten 30 Kupfer und dann musst du zu Edeka rüberrennen, weißt du? Dich schön durch die Assis auf dem Parkplatz boxen und dann, während alle ihre räudigen Feiertagseinkäufe machen, da darfst du dann der Dulli sein, der richtig teures Olivenöl daraus schleppt. So einen ganzen Kanister, weißt du, so eine Gallone. Damit stellst du dich dann auf den Parkplatz, schraubst das Ding auf und haust da richtig schön deinen Hammer rein. Das muss richtig rumspritzen überall. Das ist wie wenn du jetzt in eine Küche gehst und da ein Glas Marmelade aufmachst und da richtig schön reinboxst. Weißt du, so muss ich das anhören. Auch dabei ein bisschen auf die Zunge beißen, damit das richtige Feeling rüberkommt. Und in solchen Momenten weiß man immer, dass man die Wahrheit echt erfasst hat. Weißt du, wenn das Level abkommt, das ist die eine Sicherheit, die man heute noch hat. So wie auch Motorradfahrer, die gefühlt gerade aufdrehen und durch meine Wohnung fahren, weil die keinen Respekt vor ASMR haben. Diese kranken Schweine. Frohe Ostern auch an der Stelle. Und wir brauchen noch mehr Kobolde. Ich hatte früher auch oft die Idee, mir so eine Kerze ranzukleben. Aber ich hatte die dann nicht auf dem Kopf.
hat aber trotzdem gebrannt wie Sau und brennt auch heute manchmal noch. Darum kann ich euch das nicht wirklich empfehlen. Wir hatten früher auch häufig das Problem, dass wir bei uns so einen Fluss hatten und dann sind wir da immer reingesprungen und dann sind wir einfach abgesoffen. Dann wurden wir von Bibern gerettet und die haben uns manchmal gebissen. Und dann ist es halt gewesen wie bei Spider-Man, weißt du? Nur dass wenn du versucht hast, dein Netz aus der Hand zu schießen, dann kam da Biber raus. Deswegen hat man heute manchmal so Biber und auch Nutria-Plagen. Das ist unsere Schuld. Aber ich hoffe, die Schweine erwischen uns nicht. Da hat er die Pelze. Richtig schöne Pelze von kranken, räudigen Wölfen. Ich glaube, der hat zugehört. Glaube, der will sie jetzt auch schön die Badewanne einlassen und sich dann da drin wälzen. Glaube nämlich, der Questgeber, der ist auch länger nicht mehr umarmt worden. Aber wir werden uns jetzt alle gemeinsam wie eine warme Decke um ihn legen. / umarmen. Süß. Jetzt fühlen wir uns alle viel besser. Wir sind uns menschlich näher gekommen. Geistig, aber auch körperlich. Und darum geht es bei WoW ASMR Let's Plays, dass man sich auch gegenseitig wie eine Decke benutzen kann. Säuberung im Koboldlager. Das passiert ja manchmal auch, dass wenn man bei einer Familienfeier vielleicht einen lieben Onkel länger nicht gesehen hat, dass man bei der Begrüßung aus Versehen auf beiden Seiten die Hose verliert und anfängt zu pinkeln und sich dann zu drehen wie so ein Helikopter, bis beide abheben und als roter Fleck an der Decke enden. So habe ich schon viele Familienmitglieder verloren. Darum passt da bitte auf euch auf. Wir kriegen einen neuen Hammer. Das ist ja der Hammer. Der möchte Sackleinenkopftücher. Das soll er kriegen. Und hier hinten steht auch noch jemand. Wenn ich dem Geruch glauben darf, dann ist das eine richtig räudige Zippe. Und ich frage mich immer wieder, ob ich hier wirklich hinterlaufen muss oder ob wir nach drinnen müssen. Und wir müssen nach drinnen. So eine Scheiße, da könnte ich wirklich komplett ausflippen. Bruder, ich bin komplett außer mir, weißt du. Könnt ihr am liebsten mein Schwert nehmen, all die Grabsteine zerhauen und dann Leute damit kaputt werfen. Aber ich darf nicht, weil wir sind die Ruhe selbst. Wir sind eine Decke. Und auch wenn ich mir vor Wut ein bisschen eingekackt habe, ist das ja nicht schlimm. Meine Oma sagte immer schon, dafür gibt es Waschmaschinen. Und dann hat die gute Frau sich 3 Minuten durchgehend richtig fett in die Hose geballert. Weißt du, da war man noch menschlich in dieser Zeit. Da hat man sich noch zugehört. Da war das RL wie WoW Classic. Man kannte sich zwar noch, aber kein Schwein war da. Das war das Problem. Wir haben eine Ausbildung. Das ist toll. Schlachtruf, eine tolle Fähigkeit. Die ziehen wir uns komplett rein und brauchen Leiterwut, um den zu aktivieren. Und das ist natürlich absoluter Scam. Das ist wie so eine Mail, wo sie dir anbieten, deine Finger zu verlängern, damit du gleichzeitig WoW zocken und deine Katze im Nebenzimmer streicheln kannst. Aber das habe ich schon mal probiert, kann ich nicht empfehlen. Die haben mir beim ersten Mal, als ich in Narkose war, beide Nieren geklaut und meine Lunge dahin transplantiert, wo eigentlich die Leber sein sollte. Jetzt atme ich nur noch so ein bisschen linksseitig und das kann echt wehtun manchmal. Aber was mehr wehtut, das ist das, was der Devias jetzt in die Fresse bekommt. Du miese Drecksau, ich schlag dich tot und finde deine ganze Familie. Ich werde deinen Großvater mit einer Fischgräte drangsalieren. Der scheiß Devias hat mir mit einer Anzeige gedroht, wenn ich nochmal so über seinen Großvater rede. War also nur ein Spaß. Das habe ich nur im RP gesagt. Das darf der nicht ernst nehmen. Außerdem habe ich ihn totgeschlagen. Soll er sich die Anzeige jetzt nochmal überlegen? Die Mistsau. Und hier ist der nächste. Schlachtruf. Schlachtruf in der Ausbildung. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und die Jugend, die soll sich mal nicht so anstellen. Diese undankbaren Pisser wollen sich einfach nicht totarbeiten für einen fucking Hungerlohn. So geht es nicht. Das sind die wahren Schlachtrufe unserer Zeit.
Und daran sollten wir uns erinnern, wenn wir die Devias hier mit einem richtig schönen Schwert kaputt schlagen. Ich glaube, außerhalb meiner Wohnung finden heute illegale und zahlreiche Motorradrennen statt. Und das macht mich wirklich rasend. Gut, dass ich meine Wut in WoW entladen kann. Natürlich nicht einfach, indem ich die Gegner verkloppe, sondern indem ich Low M Plus Keys joine und den Leuten davor halte, dass sie nicht so geil spielen wie ich und dass sie nicht jede Sekunde des MDIs geschaut haben. Diese verdammten Amateure, die spielen Videospiele zum Spaß. Ich hasse das. Ziel ist es doch, sich selber mehr zu hassen als alles andere. Und nur WoW darf dann noch mehr gehasst werden, damit man spielt, um sich selber zu bestrafen. Aber das raffen die nicht, diese Knalltüten. Da bin ich völlig außer mir. Da könnte ich schon wieder den Zaun hier rausreißen und dann die Tante ja einfach damit bam. Schön eins auf den Kopf zimmern, weißt du? Die Tante schön eins auf den Kopf. Das ist der wahre Weg des Kriegers. Ich hoffe, ihr konntet bisher ja schon wunderbar entspannen. Denn wir sehen, das Level Up, das bringt wieder die Wahrheit mit sich. Und der Schlachtruf, der ist in eure Herzen gewandert. Und das durchboxte Marmeladenglas legt sich wie eine Decke auf eure Brötchen, sodass ihr beim nächsten Tiefseetauchgang auch genügend zu essen einpackt. Das vergessen die meisten, die dann tauchen gehen und dann mitten in so einer Felshöhle, umgeben von Moränen und ein paar Megalodons, da kriegen die auf einmal Hunger. Und dann ist immer gut, wenn man in der Tiefsee, kurz bevor man vom Druck zerquetscht wird, wenigstens noch ein schönes Marmeladenbrot hat. Darum denkt da dran, das ist wichtig. So schnell kannst du gar nicht gucken, zack, einmal falsch abgebogen und schon bist du in so einem Tiefseetauchkurs. Junge, da kommen viele nicht mehr raus. Viele mussten sinnlos sterben. Darum passt da bitte auf euch auf, Freunde. Das ist mir ein persönliches Anliegen. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr habt auch ein Anliegen, dann macht euch da nichts draus. Mir steht da auch nicht immer. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, ihr Kackfritten. Und bis dahin, habt einen entspannten, umarmt eure Questgeber und umarmt euch auch mal selber. Ja, küsst euch innerlich und dann läuft das wieder. Bis dahin, macht es gut und San Francisco.